Willkommen in dem Daten-Highway-Kiosk hier bei eurem Medienkanzler Total und recht herzlich begrüßt und Dankeschön. Dankeschön, es geht ja jetzt auf Ende zu, Ende Oktober nun. Jetzt stehen wir vor November und da wurden auch schon die ersten Sachen einem geschenkt. Ein hohes Ziel mit einem weihnachtlichen Gruß, ja, eine Flasche hohes Ziel finde ich super. Bedanke mich total und recht herzlich beim ersten Kunden und Zuschauer und beim zweiten Kunden auch. Herzlichen Dank für Mojuri. Bedanke mich total und recht herzlich. Werde es genüsslich essen und genüsslich trinken. Jeden Morgen ein Glas. Da jetzt die Feiertage sind, wird das natürlich ziemlich schnell weg sein, weil morgens, mittags, abends ein leckeres Gläschen, hohes C mit einem weihnachtlichen Ambiente. Werde mir die Flasche aber hinstellen, auch wenn kein Inhalt dann mehr drin sein sollte. Und natürlich herzlichen Dank für die erste Mangerie-Schachtel von meinen Kunden, die sich bedanken für die Arbeit, die hier geleistet wird. Einer euer Medienkanzler ist sehr gerne und arbeitet auch sehr gerne und ist auch wirklich sehr gerne für seine Kunden da. Wir hatten heute sehr viele Gespräche über Heiligabend, weil Heiligabend ist Weihnachten. Sonntag. Heiligabend ist zum ersten Mal wieder Sonntag und da wollten einige öffnen, da sind wir auch gegen. Wir machen auch nicht auf, wir werden auch geschlossen haben. Um uns herum, die haben auch alle geschlossen, werden also nicht öffnen. Wer Heiligabend sein hohes C oder sein Mangerie nicht gekauft hat, hat Weihnachten sowieso verpennt. Man kann es ruhig an dem sogenannten Samstag erledigen. Meine Einer ist sowieso für Heiligabend als Feiertag, rufe ich auf. Lass uns abstimmen, Heiligabend einen Feiertag rauszumachen, wo wir dann wirklich mal 3 Tage Ruhe hätten, den 24., 25., 26. Ruhe, entspannt, nichts, vielleicht auch noch den Silvester auch als Feiertag, wäre auch nicht schlecht, man muss Silvester nicht noch einkaufen wie so ein Weltmeister, war so richtig ins Jahr langsam rein oder halt Weihnachten mal so richtig, nicht nur Familie, sondern überhaupt, ja, für mich als nett, Netflix-Kunde, ja, ist Feiertag und der Sonntag sowieso ein Netflix-Tag. Ja, da werden Serien, ich habe jetzt Marvel-Serien mir programmiert, mir dann angeschaut, gemütlich, auch herrlich. Natürlich auch gearbeitet, ist richtig. Unser einer arbeitet ja leider immer so richtig frei, hat er nicht. Aber ich möchte mich einfach nur bedanken, dass einige an einen gedacht haben. Ich fand's toll hier. So weihnachtliches hohes C geschenkt bekommen zu haben, werde ich sicherlich gleich ablichten, damit man das dann auch bei Instagram sieht, die weihnachtliche hohes C-Flasche, warum denn nicht, fand ich nett. Das fand ich nett und deswegen habe ich dieses Video gemacht und ich fand es nett, dass ich dann obendrein noch eine Mangerie bekommen habe und ja, ich finde es toll, ich habe auch gerade mal wieder einen Auftrag erledigt für einen Kunden. Weil wir machen ja Überspielung und Aufzeichnungen. Ich habe auch gerade noch mit einem philosophiert, der gar nicht mehr wusste, dass wir hier Summer of Dreams, Mädchen ohne Hände, dass hier auch die Stromberg und die Cobra 11 waren, lang ist her, in den 90ern. Wir schreiben jetzt das Jahr 2017 und stehen kurz vor Star Wars Episode 8. So, auch gerade noch mit Hamburg philosophiert, da haben auch einige Geschäfte geschlossen, die halt nur noch online verkaufen. Man kann zwar zwischendurch noch ins Geschäft rein, sich alles anschauen. Heute hatte ich auch eine Kundin, die halt hier bei uns einige Sachen bestellt hat im Namen von Star Wars. Und jetzt unterbreche ich. Hallöchen, grüß euch. So, bei einem leckeren Testgen-Käffchen. Also wenn die Kunden reinkommen, geht die Kamera aus. Das bleibt auch logisch. Bedanke mich also noch einmal tierisch auf Mojuri. Ich bedanke mich alle, die mir hier so eine Tasse Kaffee hier gegönnt haben, die auch noch heiß ist. Also der Kaffee ist heiß, die Tasse nicht. Und so, meine lieben Freunde, Netflix, an alle Netflix-Kunden, ich bin auch Netflix-verrückt. Aber ich freue mich schon, wenn ich abends nach Hause komme, mein Netflix programmieren kann. Jetzt in der Star Wars-Manie. Pünktlich zum Start von Star Wars, die letzten Jedi am 14. Dezember 2017 nimmt Netflix mit einer kleinen Ausnahme alle alten und neuen Teile der Star Wars Reihe ins Programm. Wir haben für euch das Angebot zusammengefasst. Also ich habe reichlich viel bei Netflix schon gesehen. Von Star Wars, Stormtrooper, Clone Wars, die normalen Star Wars Filme, die alten Star Wars Filme, der neue 7er, Rogue One habe ich leider nicht gesehen. Muss man eben gucken hier.
Die alte Trilogie war ja schon am 15. Oktober ist ja erledigt. Jetzt kommen ja noch die anderen hier. Neue Hoffnung, 77. Mal eben gucken. Also, Erwachen der Macht läuft, ist richtig. Rogue One, nicht auf Netflix verfügbar, leider. Rogue One ist leider nicht auf Netflix verfügbar, aus welchem Grund auch immer. Aber die Bedrohung ist da, der Angriff der Klonkrieger ist da, die Rache des Sith ist da, das Imperium schlägt zurück, die Rückkehr der Jedi-Ritter und eine neue Hoffnung. Und wie gesagt, Clone Wars ist auf Netflix. Ja, man kann das schon programmieren und dann zurücklehnen und dann läuft. Und gut, hin und wieder fragt Netflix, hey, bist du noch da? Jeder Netflix-Kunde weiß, da muss dann mal eben quittieren, dass man noch da ist. Und dann läuft bei Netflix der Film weiter. Gestern war halt mal Marvel angesagt. Die Marvel-Serien, die man halt im öffentlichen Fernsehen noch nie gesehen hat, dort kann man sie sich anschauen, die gesamte Marvel-Geschichte und Sherlock Holmes, und es macht halt Spaß, in der Videothek seine Sachen abzurufen und dann einen wunderschönen Sonntag oder Feiertag oder Weihnachten halt genießen. So, man muss ja heutzutage nicht mal alles kaufen. Wäre natürlich schön, wenn Netflix auch Rogue One irgendwann mal hätte. Aber so, naja, eben nicht. Aber vielleicht irgendwann mal der letzte Jedi, wer weiß. Aber man hat ja auch gehört, dass Disney bei Netflix die Star Wars Sachen rausziehen will, dass sie einen eigenen machen wollen. Nun, für jeden kann man nicht kaufen. Also man kann nicht jeden Streamsender da kaufen. Wir müssen mal gucken, welches Streamangebot oder Anbieter von Streaming-Fern oder Medientheken da größer ist. Amazon ist mir jetzt ein bisschen zu teuer mit 40 Euro da im Monat. Netflix entscheide ich selber, und für 10, 11 Euro finde ich, ist das gar nicht mal so teuer. Für die Serien, die ich mir anschauen kann, wenn ich bedenke, dass ich 10 Stunden Serien gucken kann, wenn ich es schaffe, sogar 12 Stunden, einmal die Woche, und irgendwie, ne? Also Neues gibt es nicht, es gibt nichts Neues, es gibt nur ein Dankeschön, ein Dankeschön, ein Dankeschön an alle Zuschauer. Vor allen Dingen alle, die in der Gruppe sind, und in der Gruppe halt an alle, die in der Gruppe verkaufen. Ihr dürft in der Gruppe alles machen hier. Ich sage auch nochmal den richtigen Namen dieser Gruppe. Ich weiß, ich habe ihn halt nochmal geändert. Und zwar wegen den Kunden, die hier real kommen, hört sich das auf eine Art besser an. Und zwar gibt es da mehrere. Ich sehe gerade Österreich, Schweiz. Die Star Wars Show habt ihr ja gesehen. Mal gucken hier, mal hinter rein. So. Wir sind natürlich die Star Wars Fans unter sich und voll begeistert. Wir sind die Star Wars Fans unter sich und voll begeistert. Ja, wir sind seit 77, 78, 79 dabei, und diejenigen, welche die hier waren, da möchte ich mich wirklich nochmal recht herzlich bedanken. Ich möchte mich beim Rupert bedanken für die Bilder, die er mal halt zur Verfügung gestellt hat, die wir dann in der Sendung vorstellen durften. Dann den Klaus, Klaus, alte Tigler, der auch hier war mehrmals und mit seinem Sohn, und die viele Zuschauer, die hier auch waren und Ware gekauft haben. Natürlich haben wir super Schnäppchen da abgegeben, das ist richtig. Wir haben also nicht den vollen Preis genommen, weil wir ja wussten, das sind Fans, und den Fans haben wir das dann halt mal zukommen lassen zu einem sehr günstigen Kurs. Muss ja nicht unbedingt zu teuer sein. So, jetzt weiß ich nicht, da stapelt sich gerade vor der Tür, ob die reinkommen, weiß ich nicht. Dann muss ich wieder unterbrechen. Ansonsten ist es das Dankeschön, das Dankeschön ist auch von Herzen. Haben wir das Dankeschön halt auch wirklich mal gemacht. Hallo! Was ist denn ein Daten-Highway-Kiosk? Ein Daten-Highway-Kiosk mit Hilfenahme von Maschinen ist das, was jeder braucht, wenn er es braucht, wenn er es nicht zu Hause zur Verfügung hat. Es gibt ältere Leute, so wie heute, haben wir für Star Wars eingekauft. Kulturbeutel, Zahncreme, so im Star Wars-mäßigen Modus. Die Mutter hat gesagt, du, das will ich haben, für wenig Geld, zack, zack, zusammengestellt. Wird dann halt von Amazon geliefert, und die Kundin kann es hier abholen, weil sie kein
Zugang hat. Der Datenhighway Kiosk macht es möglich. Denjenigen, die keinen haben, ja, können ja schlecht zum Enkel gehen, können ja schlecht zum Sohn gehen, hör mal, mach mal, dann ist das Geschenk hinüber. Ne? Alles klar, gewisse Leute ab einem gewissen Alter, die halt nichts mit Computer zu tun haben, sich auch nicht auskennen, wo kaufe ich nicht, wie bekomme ich das? Dafür ist hier der Datenhighway-Kiosk erschaffen worden. Hier geht gerade auch, der junge Mann sagt auch, besser geht's gar nicht, ich habe auch alles zu Hause stehen. Aber die Tinte ist gerade ausgetrocknet, kostet viel zu viel. Hier mal eben für 20 Cent, zack, zack, fertig. Billiger geht nicht und dann noch digital und dann noch so mit Hilfe und so weiter und so fort. Es freut mich natürlich, wenn so ein Datenhighway-Kiosk-Art Tante Emma mit Zuhilfenahme von Maschinen auch angenommen wird von den Kunden. Und ich bedanke mich auch auf dem Weg, dass die Kunden es angenommen haben, diesen Datenhighway, dass die hier, wie gesagt, ihre Ausdrucke machen. Ich hatte auch gerade eine Hochzeit gebildet, für hochzeitliche Sachen so einen Ausdruck zu machen, auch videotechnisch aufzuzeigen, Fotos zu machen, eine Session zu machen, daraus eine schöne Geschichte zu machen, dann auch auszusuchen, dabei behilflich zu sein. Das ist der Datenhighway Kiosk. So, der Datenhighway Kiosk ist halt dafür da, dass jeder... Genau, hier. Hallo. So, verabschieden wir doch einfach mal den Oktober. Noch einmal danke für die weihnachtliche Überraschung. Jetzt schon, für den 1. November. Und Moncherie auch für den 1. November von meinen Kunden, die mir das hier gebracht. Die Sonne lacht auch gerade. Müsste ich die Kamera einmal 180 Grad drehen. Sieht wunderschön aus, dieses weihnachtliche Fenster. Mahlzeit haben wir. Wir hatten gerade ziemlich viel Spaß, weil wir ziemlich viele Kunden gerade hier hatten. Also ich bedanke mich noch einmal für das nette Geschenk. Also na, einmal Moncherie und einmal diesen Nikolaus OSC. Bedanke ich mich total und recht herzlich jetzt zum 1. November 2017. Es sind jetzt insgesamt 60 Tage und dann ist Weihnachten und 45 Tage ist Star Wars Episode 8. Ich freue mich also auch schon ins Kino gehen zu können dann. Ich freue mich jetzt heute Abend auf Netflix, ich freue mich heute Abend auf Star Trek, werde ich mir gleich anschauen wieder eine Episode und wenn ich Lust habe, ziehe ich mir nochmal die gesamten ein. So meistens morgens, wenn ich arbeiten muss, schriftlich auf dem Sonntag oder jetzt die beiden Feiertage, müssen halt schriftliche Sachen gemacht werden, weil einige Kunden doch ziemlich extrem, da habe ich gar keine Zeit, dieses Schriftliche zu machen. Dann mache ich das halt auf den Feiertagen, dieses Schriftliche. Und gebe das den Kunden dann am Donnerstag. Und während ich so arbeite, schaue ich mir Netflix, programmiere ich mir halt die Serie, beziehungsweise suche ich mir raus und schaue sie mir dann an. Ja, zum Beispiel die ganzen DC-Marvel-Geschichten da, die waren jetzt so neu, dass ich sie nicht auswendig erzählen kann. Müsste ich nachschauen, habe ich jetzt nicht. Wie gesagt, ihr könnt alle hier bei uns, wie gerade die ältere Dame Star Wars hier bestellt hat, Cartoon Star Wars, Zahnbürste, Star Wars Jungen, Kulturtasche, Einheitsgröße, Schwarz-Grau. Sie kannte halt nicht, dass das die Old Republic war. Das andere musste man dann ganz schnell ändern, weil sie ja doch den Darth Vader, den hat sie noch erkannt, aber die neue Ordnung, damit konnte sie nichts anfangen. Die Dame war um die 70, die ihrem Enkel jetzt ein bisschen Star Wars-mäßiges rüberbringen möchte. Die Cartoon Star Wars Bürste mit Darth Vader, warum nicht? Sieht gut aus und wir gucken hier. Ja, eine Zahnpasta wird wohl nicht dabei sein. Weiß ich gar nicht, was alles drin ist. Die Marke heißt Cartoon, Inhalt 13 Gramm. Ich will hoffen, das ist die Cartoon Star Wars Zahnbürste 13. Wir wollen mal hoffen, dass es nicht nur die Zahnbürste ist, sondern irgendwie komplett. Wäre ein bisschen teuer, eine Star Wars Zahnbürste diesbezüglich nur. Aber da ist Darth Vader bei, also ich glaube schon. Ja, also ansonsten wird es umgetauscht, ist ja nicht so schlimm. Können wir ja zurückschicken im Notfall, wenn die Kundin das nicht mag. Also wie gesagt, sie ist ziemlich schnell, die wollte an sich alles kaufen, sage ich, alles will ich nicht kaufen, weil ihr Enkel würde ich doch vorher fragen, bevor sie da einfach diesbezüglich was kaufen. Keine Ahnung, warum so unbedingt
Kulturbeutel brauchte, also Star Wars Kulturbeutel, Star Wars Zahnbürste und so. Wollen wir hoffen, dass das so kommt, wie es da angeboten wird. Ja, die anderen brauchen was für die Hochzeit, werden wir auch vorbereiten. Wir haben gerade schon ein paar Ausdrucke gemacht für die Hochzeit. Schauen wir mal, was wir da besorgen für die Hochzeit. Ja, Kundin kommt dann rein und wir machen fertig. So, die Sendung, die Satire-Sendung hier, müssen wir mal gucken, wie uns Wahrheit und nicht die Wahrheit, ob wir die machen, weiß ich nicht. Weil das ist immer so eine Sache mit der Wahrheit zu arbeiten. Wer will die Wahrheit denn hören? Wer will überhaupt die Wahrheit? Wir haben heute mit sehr vielen, sehr vielen, sehr alten Menschen gesprochen, die halt, wie gesagt, mit dem ganz neuen Leben des Online, des digitalen Highways, ne, nicht klarkommen. Ist nicht so einfach. Dann hat man hier gerade noch ein paar, die DVDs brauchten, weil ja jetzt diese Feiertage kommen, wollten dann mit ihrer Freundin dann Filme gucken und haben dann hier reichlich DVDs mitgenommen. Auch Filmklassiker mitgenommen, sehe ich gerade hier. Ne? Einige Sachen da sind halt abgerufen worden, mitgenommen worden. Ja, warum nicht? Und ja, Matrix zum Beispiel. Die gesamte Matrix-Folge, warum nicht? So über Feiertage sich die Matrix angucken, warum denn nicht? Ne? So, das war's. Zwei neue Sachen sind reingekommen. Einmal Camp X-Ray und einmal ein Bollywood-Schinken. Die Sehnsucht meines Herzens. Die Kundin freut sich auch, weil ich ihr die gleich bringen werde. Die hat sich die auch bestellt, hat auch vor den Feiertagen beides bekommen. Stuart Christen und Aishwarya Bachchan. Aishwarya Bachchan. Wir hoffen, dass richtig ausgesprochen ist, nämlich Bollywood. Bollywood. Und das andere ist Captain X-Ray, eine verbotene Liebe. Er unter Soldaten. Na. Ich kenne die Filme nicht, müsste gucken, ob es sie bei Netflix oder so gibt oder bei Movie XB. Da kann man die runterladen, sich anschauen. Ja, das war's, meine lieben Freunde. Ich begrüße euch total recht herzlich in den November. Ich verabschiede den Oktober mit dieser Sendung. Es freut mich wirklich, wenn ihr hier vorbeikommt. Am Star Wars Stammtisch Samstag ist ja immer noch geöffnet. Könnt ihr ruhig rein und vorbeikommen. Kein Thema. Und wie gesagt, wir können immer noch philosophieren. Die Figuren, wie gesagt, sind immer noch im Angebot. Es bleibt auch das Angebot. Ja, das war's. Und wie gesagt, die gesamten Assassins sind weg. Alle weg. Das neue Spiel ist auch schon wieder weg von Assassins. Wie gesagt, darauf einschießen möchte ich mich gar nicht mehr so. Mal schauen. Na? Also der Datenhighway bleibt. Die Dienstleistung bleibt. Die Foto- und Filmsession bleibt, die Sendungen bleiben, die Herstellung bleibt. Mit Star Wars müssen wir mal schauen, was da vielleicht angeboten wird. Wir werden wohl mehr in der Überspielung und der Digitalisierung verweilen, weil Digitalisierung und Überspielung und Herstellung mögen die Kunden doch mehr, wie jetzt diese Figuren. Auf die Figuren sind sie jetzt nicht so. Die haben auch heute, Weihnachten ist hier. Ja, wir haben schon die ersten Weihnachtsfiguren ausgestellt, auch von Hand gemacht. Sehen Sie, könnte ich mir zeigen hier. Genau, ja. Von Hand gemacht, eine Künstlerin hat sie selber gemacht, finde ich gar nicht mal so schlecht. Verschiedene Mützchen hier, Eimerchen drauf. Weihnachten bricht aus. Kann man hier also auch erwerben, so ist das nicht. Gar nicht mal so teuer. So, wie gesagt, freut mich, dass ihr in die Sendung zwischendurch reinschaut. Und mal schauen, was wir euch da so bieten können. Ich freue mich auf die Netflix-Leute, die Netflix-Freunde. Wir können auch hier über Netflix sprechen, über die Serien sprechen, über die Filme sprechen. Wie gesagt, die Sehnsucht meines Herzens. Ehildilhai Muschkil. Ja, oder Camp X-Ray, die verbotene Liebe von Stuart Christen. Ja, können wir auch. Also. Ich bedanke mich, euer Captain Rex meldet sich ab. Dankeschön, euer Medienkanzler sagt Dankeschön. Das war ein unheimlich netter Oktober mit euch. Es hat wirklich Spaß gemacht. Heute war der letzte Oktober, weil wir ja leider den Luthertag haben. Müssen wir heute am 30. Oktober uns verabschieden aus dem Oktober und freuen uns natürlich die erste Sendung im November. Mal schauen, was da so kommt. Bis jetzt ist nichts Neues. Also nichts Neues ist da.
was wir jetzt hier über Star Wars sagen könnten, da die ganze Snoke-Geschichte. Ich weiß persönlich, dass Snoke eine eigenständige Figur ist, die ausgedacht haben, die über 12 Meter hoch ist, von etlichen Schauspielern bzw. Stangenträgern, Puppenspielern hantiert wird. Die eine Sequenz, wo er da als Mensch irgendwie agiert, keine Ahnung, wie sie das gemacht haben, aber im CGI war, könnte sein, dass der Schauspieler, der den ja verkörpert, den Snoke, da halt visuell dann maskiert wurde über CGI. Werden wir alles merken, 150 Minuten Star Wars am 14. Dezember im Kino. Mal schauen, am 14. November vielleicht schon so einen Countdown machen, so einen vierwöchigen Countdown, mal schauen. Ich arbeite dran, denke mir was aus. Wenn es ankommt und ihr habt Lust, euch das anzuschauen, dann mache ich es. Ansonsten lasse ich es. Ne? Also wie gesagt, wir haben hier so wunderbare Kunstobjekte hier handgemacht für Weihnachten. Alles schon da. So, jetzt verabschiede ich mich. Habt viel Spaß. Habt viel Spaß bei Halloween, bei Cosplay, bei Star Wars, bei DC, bei Comic-Con und so weiter und so fort. Ja, we have fun!